Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich möchte heute auf eine Frage eingehen, die mich über die Finanzierungs-WhatsApp-Gruppe erreicht hat. Die Finanzierungs-WhatsApp-Gruppe findet ihr gleich nochmal unter dem Video. Und zwar war die Fragestellung wie folgt: In der Regel kaufe ich nur Mehrfamilienhäuser ab 7% Rendite. Aber am liebsten, nochmal, in der Regel kaufe ich Mehrfamilienhäuser ab 7% Rendite, am liebsten höher. Im Moment prüfe ich ein Mehrfamilienhaus zum Kaufpreis von 425.000 Euro plus 28.000 Euro Maklergebühr. Das Gebäude erwirtschaftet bereits 34.000 Euro Netto-Kaltmiete pro Jahr. Hier ist ein kleiner Leerstand, den ich eventuell für eigenen Bedarf nutzen und umbauen wollen würde, sowie eine kleine Ausbaureserve für eine weitere Wohnung. Nach meinen Recherchen komme ich mit 550.000 Euro als Gesamtkapital zurecht. Wie bewertet die Bank das? Es sind ja nicht 100 und auch nicht 110%, sondern bei weitem mehr. Die meisten Häuser, die ich bisher gekauft habe, waren insoweit schon fertig, sodass nur einiges an Instandhaltung gemacht werden musste. Ein Sanierungsobjekt habe ich bereits auch. Für mich ist es diesmal das erste Mal ein Mischprojekt. Ja, wie soll man sagen? Erstmal vielen Dank für die Frage. Ich glaube, ich möchte mit ein paar vielleicht Begriffsdefinitionen anfangen. Also das nächste, das so 100 oder 110% Finanzierung oder auch 80 oder 90% Finanzierung oder wie auch immer, das bezieht sich ja immer darauf, Fremdfinanzierungsanteil im Verhältnis zum Wert der Immobilie. Nun kann aus Sicht der Bank zumindest in der Phase des Ankaufs eine Immobilie nie mehr wert sein, als dafür bezahlt wird, weil wenn sie mehr wert wäre, würde ja jemand mehr dafür bezahlen. Umgekehrt macht die Bank euch natürlich da manchmal dann manchmal ein bisschen link und sagt, die Immobilie kann schon weniger wert sein, als ihr dafür bezahlt. Das heißt, wenn man jetzt für 1 Million kauft und 1 Million finanziert, ist man bei einer 100% Finanzierung, wenn die Immobilie halt auch die Million wert ist. Soweit, so gut erstmal. Wenn ich jetzt aber wie hier in dem Beispiel irgendwie für gut 400.000 kaufe und dann aber nochmal 100.000 Euro reinstecke und ich ein bisschen klug vorgehe, dann kommen ja aus einem Euro, den ich in eine Immobilie reinstecke, führt dann ja nicht zu einem Euro Wertsteigerung, weil dann hätte ich das Geld, dann hätte ich den Euro nur einmal rumgedreht, das bringt ja auch nichts. Üblicherweise sollte ja für jeden Euro, den ich in eine Immobilie reinstecke, der Wert der Immobilie um 3 Euro steigen, mindestens. Und das hat dann natürlich zur Folge, wenn ich für gut 400.000 ankaufe, nochmal 100.000 Euro reinstecke, dass dann die Immobilie insgesamt dann nicht 500 oder 500 und ein bisschen 1.000 wert ist, sondern dass die Immobilie dann eher 600.000, 700.000 Euro wert ist. Und das ist natürlich auch sehr im Interesse der Bank, weil die Bank macht natürlich sehr gerne Immobilienkredite. Die Zinskosten für Immobilienkredite sind ja, wie ihr wisst, deutlich geringer als bei anderen Kreditarten. Und das hängt damit zusammen, dass ein Immobilienkredit ja nicht nur auf eure persönliche Bonität abgestellt ist, sondern dass zusätzlich eine Immobilie als langfristig werthaltige Sicherheit vorhanden ist und somit natürlich auch das Kreditausfallrisiko für die Bank bedeutend geringer ist. Genau, deswegen habt ihr eine sehr gute Chance, wenn jetzt ihr beispielsweise, wenn ihr Maßnahmen durchführen wollt, die dazu dienen, den Wert der Immobilie langfristig zu erhöhen. Beispielsweise ihr schafft zusätzlichen Wohnraum, was hier der Plan ist. Natürlich idealerweise auch in einer Region, wo auch Nachfrage nach zusätzlichen Wohnraum vorhanden ist. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, in Dessau seid mit 20% strukturellen Leerstand, da wird jetzt die Bank nicht, wenn ihr noch zwei Wohneinheiten schaffen wollt oder noch eine aufs Dach oder so, euch einen Blumenstrauß schicken. Aber wenn jetzt eine Nachfrage nach Wohnraum da ist und ihr schafft zusätzlichen Wohnraum in der Immobilie, welcher dann einen zusätzlichen Ertrag erwirtschaftet, und wir wissen ja, der Wert einer vermieteten Immobilie hängt von den langfristig garantierten Mieteinnahmen, sprich vom Ertrag ab, steigert sich der Wert der Immobilie.
Immobilie, also Dinge wie zusätzlichen Wohnraum schaffen, wird die Bank euch zumindest anteilmäßig mitfinanzieren. Nicht alles unbedingt, also wie gesagt, eine andere Raumaufteilung, der Ausbau des Dachgeschosses, Bäder, Elektrik, dass das alles vernünftig ist. Das macht die Bank. Ob so, jetzt den Teppichboden wird sie euch sehr wahrscheinlich nicht mehr mitfinanzieren, wenn das euer Wunsch ist. Küche ist so ein Streitpunkt. Küche generell mitfinanzieren bei Bestandsobjekten haben die Banken immer keinen Bock drauf, weil es Mobiliar ist. Bei neuem Wohnraum kann man immer argumentieren, dass die Küche mit zu den Herstellungskosten zählt, damit die Immobilie überhaupt bewohnbar ist. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist mit einer Fremdfinanzierung, kann man da schon rechnen, zumindest anteilmäßig oder auch zu einem hohen Anteil. Problem jetzt hier im speziellen Fall, du schreibst ja, nach meinen Recherchen komme ich mit 550.000 Euro Gesamtkapital zurecht. Die Bank wird jetzt bei jemandem, der bislang keine oder nur wenig Sanierungserfahrung hat oder eher wenig Erfahrung mit Baumaßnahmen, dem nicht einfach einen Kredit geben, aufgrund dessen, was er so geschätzt hat oder was er meint, recherchiert zu haben. Also wenn jetzt der Banker dann mal, um es ein bisschen überspitzt, aber zu verdeutlichen, jetzt kriegt der Banker eine interne oder eine externe Prüfung, und da kommt der Prüfer und sagt: Ach, guck an, hier wurde jetzt eine Immobilie für 425.000 Euro gekauft. Ihr habt aber in dem Kreditvertrag 550.000 Euro stehen. Warum ist das so? Und der Banker dann sagt: Naja, der Kunde glaubt, er braucht dieses Geld irgendwie. Dann wird der Prüfer dann sagen: Ja, toll, räum bitte deinen Schreibtisch leer. Und naja, jetzt mal überspitzt gesagt. Also, wenn du jetzt solche Maßnahmen machen willst, ist es immer sehr geschickt, wenn du von irgendwelchen sachkundigen Handwerkern und Dienstleistern oder Bauleitern, Architekten oder also auf jeden Fall, der rein formell qualifiziert ist, das zu beurteilen, was die ganze Sache kosten wird. Wenn du da Kostenvoranschläge hast oder beziehungsweise eine Gesamtkostenaufstellung von jemandem, vom Architekten, vom Bauleiter, dann funktioniert das. Wenn du jetzt solche Sachen schon 8 oder 10 Mal gemacht hast und das hat immer funktioniert, dann kommt es irgendwann in einen Bereich, wo die Bank das auch mal aufgrund deiner Recherchen oder Aufstellung macht. Weil dann gibt es ja auch Referenzobjekte, dass das bislang immer funktioniert hat, und da gibt es dafür Prüfer, für Marktfolge und für Vorgesetzte eine adäquate Argumentationsgrundlage.